Hallo zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier oder wir sind hier am Treetop Walk im Hessenforst und befinden uns jetzt erstmal auf dem Eichhörnchenpfad und wollen dann hier Richtung Kletterwald uns das Ganze mal anschauen. Wenn ihr mögt, bleibt gerne dran und schaut mit uns zusammen. So, hier jetzt direkt vor mir ist dann der Eingangsbereich, wo man auch die Tickets lösen muss für diesen Baumkronenweg. Und dann geht's gleich dort rein. Bei herrlichen Herbstfarben und blauen Himmel dazu. Allerdings nur 9 Grad, was aber Anfang November völlig okay ist, finde ich. Also Leute, es gibt hier direkt am Anfang die Möglichkeit, so einen Wissensquiz mitzumachen. Und da sind dann so etliche Fragen, was das für Bäume sind. Der Eichhörnchenkobel wird von welcher Anzahl senkrechter farbiger Holzstämme gebildet und solche Geschichten. Das versuchen wir jetzt mal zu lösen, aber es ist gar nicht so einfach, haben wir festgestellt. Und auf dem Weg zum Baumwipfelpfad stehen dann solche Schilder, wo erklärt ist, hier zum Beispiel vom Leben der Eichhörnchen und das Ganze, ich habe schon wieder Sprachfindungsstörung hier, das Ganze ist dann hier in groß nochmal aufgebaut, wo die Kinder dann auch reinklettern können, um das Ganze mal zu erleben. Schön gemacht. Schon kommt die nächste Tafel, geheimnisvolle Bodenwelten. Wie viele Millionen von Kleinstlebewesen alleine da sind, wo man gerade steht, ist da zum Beispiel erklärt, auch die Maus oder der Tausendfüßler. Und dann kann man hier einmal so durch. Aber dafür muss ich im Grunde schon auf die Knie fast gehen. So klein ist das. Aber wir werden das jetzt einfach mal machen und hier durchkrauchen. Und so sieht's von der anderen Seite aus, wenn man durchkrabbeln würde. Was wir jetzt aber nicht gemacht haben, weil es nur auf allen Vieren geht. Und es doch recht feucht ist da drinne. Aber trotzdem eine feine Sache. Und das Allerbeste ist, dass man hier mit dem Laub spielen kann. Das ist doch auch schön am Herbst. Und des Weiteren sind hier am Wegesrand überall so geschnitzte Tiere. Und so sieht's aus, wo wir jetzt gerade hier so kurz vor diesem Treetop Walk sind. Ist das nicht herrlich mit den Herbstfarben? Und hier direkt vor uns jetzt ist dann der Eingangsbereich, der auch so aus mehreren Kanthölzern wie ein Eichhörnchenkobel aufgebaut ist. Da werden wir jetzt erstmal schön reingehen, um dann dort über diesen Weg zu gehen. Freuen uns schon sehr. So, die ersten Meter jetzt hier auf dem Treetop Walk. Auch hier immer wieder so kleine Ecken, wo man den Kindern auch das ein oder andere nahebringen kann. Oder vielleicht auch dem ein oder anderen Erwachsenen. Will ja jetzt hier nicht ablästern über Städter oder ähnliches, aber so manch einer meint ja, vom Braunkühn kommt kakaofarbene Getränke und von den weißen Kühen kommt die Milch. Schaut mal hier, der Pilz. Echt klasse, hier sind noch mehr. Auch hier nochmal erklärt, was so am Baum lebt oder im Wald. Und immer dazu gibt es so passende Schilder, die man dann eigentlich öffnen kann. So. In den Baumkronen leben viele Säugetiere. Hier lebt auch der Baummarder. Dort das Eichhörnchen zu erkennen und dort hinten der Baummarder. Aber interessanter ist halt hier das Konstrukt an sich. Hier nochmal ein kleiner Blick zurück. Und immer wieder schön eingefasst, auch hier mit den Hölzern so geschwungen.
Hier hat man mal so einen schönen Aussichtspunkt dann auch zum Edersee an sich, der immer noch sehr unter der Wasserleere leidet. Aber trotz allem ein schöner Anblick. Auf der gegenüberliegenden Seite der Wohnmobilstellplatz. Und die traumhafte Umgebung. Also, wir hatten hier vorhin die Gelegenheit, das Harz einer Lärche zu testen. Und ich muss euch sagen, das schmeckt sehr gut, sehr ätherisch. Das Problem ist, dass es jetzt überall an den Lippen und an der Zunge irgendwie klebt und doch recht bitter im Nacken ist. Aber was man nicht probiert, kann man auch nicht beurteilen. Und irgendwie war das Verlangen danach. So ein dummes Zeug erzählen bei so einer schönen Aussicht kann auch nicht jeder. Und auch hier wieder am Ende immer diese Erklärungen, welche Tiere in welchen Baumstümpfen vielleicht leben, inklusive Fledermäuse. Aber was der Überhammer ist, wie gesagt, ist für mich immer so Natur und Aussicht. Und hier hat man die Möglichkeit, über so eine Glasscheibe zu gehen. Ja. Fühlt sich merkwürdig an, aber geht. Aber trotzdem irgendwie merkwürdig. Aber besser als ich dachte. Ach, guck mal. Könnt ihr wieder so erahnen, wie ich aussehe. Den einen oder anderen interessiert es ja doch anscheinend immer noch. Jetzt habe ich die Kamera gerade angemacht, weil die Krähen hier so schön am Krächzen waren. Und Kamera an, Krähe aus, wie es immer so ist. Macht aber nichts. Denn jetzt sind wir im Grunde am Ende dieses Baumwipfelfahrts. Mit herrlichem Blick über den Edersee. Auch der Himmel kann sich durchaus sehen lassen. Und dort in der Ferne ist das Schloss so schön zu erkennen. Ich weiß, ich hatte schon mal ein Video gemacht hier in der Ecke, auch am Edersee. Aber das heute ist ja mal was ganz anderes wegen diesem Treetop Walk, wie es auf Englisch hier genannt wird. Denn hier war ich ja noch nie drauf. Deswegen gibt es auch so das ein oder andere drumherum zu sehen. Weil es einfach immer wieder schön ist. Egal ob da unten mit diesen kleinen Anglerbötchen, die Farbe des Wassers oder die Anlegestellen, die ja jetzt mittlerweile doch deutlich tiefer sind als sonst. Wie ihr sicherlich auch so erahnen könnt. Und was Besonderes, wenn der Wasserstand so tief ist, sieht man auf der Seite. Habe ich natürlich gerade selber auch nachgelesen. Das ist die Bericher Hütte, wo auch ein Modell der Staumauer sein soll. Des Weiteren soll man auch bei richtig Niedrigwasser diese vierbögige Aseler Brücke sehen, was jetzt von hier aber gerade nicht möglich ist. Vielleicht ja noch von einer anderen Stelle. So, ihr Lieben, jetzt nochmal mit einem kleinen Schwenk hier so über die Wege und die Aussicht bis hin oben zur Endstation. Würde ich wieder sagen, wenn es am schönsten ist, höre ich auf mit den Videos. Und somit sollte es das auch für dieses Video hier von diesem Treetop Walk sein. Nur informativ nochmal, es gibt so ein Kombi-Ticket hier für diesen Treetop Walk, der kurz ist, aber wirklich schön gemacht, also qualitativ auch toll. Und den Eintritt in den Wildpark. Das Ticket ist als Kombi-Ticket 12,50 Euro für Erwachsene. Und ist ein Jahr gültig ab Löse, ne? Also an dem Tag, wo ihr es gekauft habt, gilt das ein Jahr. Das heißt, man könnte jetzt heute zum Beispiel diesen Treetop Walk machen und sich den Wildpark für einen anderen Tag aufsparen. Was wir nicht machen werden.
weil uns das einfach zu wenig ist, nur hier von dieser kleinen Runde jetzt. Daher wird es wahrscheinlich noch ein weiteres Video geben über den Wildpark. Soweit hoffe ich erstmal, dass euch dieses gefallen hat. Wir finden es toll hier. Und ja, es wäre schön, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, euer Markus.